Das Land hat am Donnerstagabend den Neubau des Zentrums für islamische Theologie an die Universität Tübingen übergeben. Anwesend waren auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzstaatssekretärin Gisela Splett. In seiner Rede betonte Kretschmann unter anderem die Wichtigkeit einer wissenschaftlichen und zeitgemäßen pädagogischen Ausbildung im Fach der Theologie. So steht den Studenten und Lehrkräften beispielsweise eine Bibliothek im Neubau zur Verfügung, in der sich unter anderem über Themen wie das islamische Recht informiert werden kann. Rund 22,8 Millionen Euro hat das Land in den Neubau investiert.